Willkommen zurück zur nächsten Episode von Days Gone. Nachdem wir nun im letzten Part für die gute Sarah Silikat besorgt haben, haben wir dann auch für Viva sein Styropor geholt. Colonel Garrett hatte mal wieder eine schöne Ansprache gehalten. Und dann haben wir auch noch das letzte Plünderer-Camp ausgeschaltet. Genau, und jetzt bin ich hier am Nero-Kontrollpunkt, aber... Bevor ich das mache, mache ich erstmal das hier. Genau, es könnte ein kleiner Kampf auf uns zukommen, aber egal. Ja, wie viele mal noch? Einer nach dem anderen zieht der nochmal, Jungs. Eieiei. Eine Fresse. Sagen wir denen mal guten Tag. Ja, kommt her. Komm her. Komm. Komm zurück. Das ist was cool mit dieser Bombe hier. Diese Horn sind natürlich echt XXL hier, ne? Yeah.
Digga! Aber ihr seht ja selber, wie groß so eine Scheißhorde ist. Mal seht mal, ich habe schon fast meine ganze Muni verloren. Wo ist denn die scheiß Horde jetzt hin? Ah, okay, ich hab sie, Leute. Vertrauen erhöht, Stufe 2. Aber da seht ihr mal, wie so ein Kampf gegen so eine Horde hier aussieht, liebe Freunde. Die sind echt gefährlich. Also jetzt mal irre gefährlich. Ach du heilige Scheiße. Also ihr wurdet auf jeden Fall überrannt oder hingerichtet. Aber Freunde, ich habe eine Horde ausgeschattet, aber das hatte echt einen verdammt hohen Preis. Ich meine, seht euch mal meine Muni an. Ich habe nur noch 60 Schuss, ey. Aber gut, das war auch wichtig, dass ich das gemacht habe, denn eigentlich bin ich ja hierher gekommen, weil hier ein Kontrollpunkt ist. Oh, thank goodness, thank fucking goodness. Aber immerhin, die Horde ist weg. Aber das hier war nichts im Vergleich zu den Horden, die sich hier befinden, liebe Freunde. Hier sind es zwar nur drei, aber die haben es größtentechnisch echt in sich. Und von der Horde da, damals am Sägewerk, da will ich gar nicht erst drüber anfangen. Ich glaube, das war ein Freund. Alles gut. Oder ein Herumtreiber. Ah, da. Oh, aber guckt euch den Haufen mal an. Gutes Timing. Crazy. Und eigentlich wollte ich ja erst den Campjob machen, aber hab dann das hier gesehen. Da dachte mir, warum nicht wieder zwei zum Preis von einem machen, ne? Ich meine, wir können eine Horde erledigen und den Kontrollpunkt gleichzeitig. Aber ich erinnere mich, irgendwas war hier. Moment, oder war das nicht sogar von der Seite hier unten?
dass man da rein konnte. Yes, von hier war das. Genau, wäre der Lautsprecher angegangen, hätte sich die Horde auf uns gestürzt. Aber gut, dass ich die schon erledigt habe. Ah, da ist er. Das nehme ich auch gleich noch an mich. Und danach würde ich sagen, kümmern wir uns um die Campjobs. Na, halt sowohl missionstechnisch ein bisschen was machen, als auch Erledigungen. Aber muss mal schauen, ob ich noch mich mit allen Horden anlegen werde. Hier wird sich noch zeigen. Also gegen ein paar werde ich noch kämpfen, ja, aber gegen alle. Ich überleg's mir, Freunde, okay? Das war's. Grünes Licht. Schlecht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Definitiv. Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Mach ein Mio, Ricardo. Was ist hier? Es kommen immer mehr. Und mehr. Sie kommen hier nicht rein. Mehr. Es gibt keinen Strom! Kein Strom! Scheiße! Scheiße! Hör zu! Vergiss es nicht! Die Türen! Wir haben. Sie sind mit dem Notstrom verbunden! Wir haben. Wir können sie nicht mehr öffnen! Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich. Ich zuerst. Zuerst. Ich. Ich kann nicht. Ich kann's nicht. Oh, Gott verdammt, was für ein Abgang. Ihr hättet es einfach tun sollen. Tja. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Ja. Konzentrier dich. Genau. Nee, würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Campjob wieder. Bis gleich. So, endlich bin ich am Campjob. Achso, und liebe Freunde, nicht wundern, schaut mal offscreen, habe ich schon mal die ganzen Kreischergebiete beseitigt. Das hier ist wohl das letzte. Genau, und da habe ich auch schon mal 3 Freakernester beseitigt. Die anderen 3 holen wir später. Was zur Hölle! Aber erstmal Zeit, dass die Kreischer verschwinden, ne? So, Wiedersehen. Oh yeah. Und das hier kommt erst, wenn ihr wirklich alle Kreischergebiete, also der Schreier-Infizierten, beseitigt habt. Jetzt habe ich das. Zack. Und das ist schon mal echt geil. Weil das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind diese 3 als Infizierungsgebiet, aber... Jetzt erstmal die Mission hier. Wo bist du, Ethan? Ich finde dich. Ich nehme lieber das Bike, das geht schneller. Mal schauen, danach mache ich wahrscheinlich noch den Campshop am Wizard Island.
Oh, Scheiße, das ist ein ziemlich großes Kerl. Warum läuft der Kerl die ganze Zeit in die Gegend? Er hat sie erwischt! Ich komme! Jetzt können wir spielen, Jungs. Alles klar. Feuer wieder. Kommt schon, ihr Arschlöcher! Das. Das waren verdammt viele Plünderer. Oh, Scheiße. Das ist gut. Danke für den Molotow. Kann ich noch für später gebrauchen. Splittergranaten nehme ich natürlich auch dankend an. Ah, da ist er. Hey, Ethan, nehme ich an. Ja? Wie geht's dir, Kumpel? Mann, echt gut, Sie zu sehen. Ja? Du wolltest dich den Arschlöchern nicht anschließen? Scheiße, nein! Gott, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollten. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes. Meinst du, du schaffst es allein nach Hause? Ja, ja. Danke, Mann. Sehr schön. Dann jetzt schnell ab nach Wizard Island. Steht da beseitige Infizierung? Oh, komm schon, Alter, dein Ernst? Dann machen wir halt diesen Teleport hier. So, und bam. Wenn nicht so, dann halt eben so. Aber schön, damit haben wir hier schon mal fast alles. Es fehlt nur noch ein Infizierungsgebiet und der Kontrollpunkt. Ja. Corporal Deacon St. John. Hey, Sarge. Wie geht's? Oh, man macht auf dicke Hose. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Bitte sehr. Okay, das ist schon besser. Hey, nicht nur für dich, auch für mich. Dick. Jupp, bis später. Hey. Sarge. Corporal St. John. Dick. Wir sehen uns. Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Curry sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielson-Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind.
Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Ja, kaum zu glauben, aber es existieren noch ein paar Ripper. Aber die holen wir uns jetzt auch noch. Zeit, dass wir die endgültig dezimieren. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da. Ich meine, Carlos ist ja jetzt auch tot und den Rest der Ripper, die haben wir auch schon, aber die existieren leider noch, Leute. St. John an Captain Khoury, ja. Erledigt, Sir. Der Junge ist auf dem Rückweg. Gute Arbeit, St. John. Sie tragen viel zu unseren Erfolgen bei. Bitte, Schultz County Miliz wäre ohne Sie nicht dasselbe. Danke, Sir. Ich erkundige mich später nochmal nach ihm. St. John, Ende. Ah, hier war der Kanister. Deacon St. John und Captain Khoury, wie geht's dem Jungen? Gut. Etwas dehydriert und hungrig. Der Koch sagt, er hat sich einmal durch die Kantine gegessen. Sag ihm, er soll mir was übrig lassen. St. John, Ende. So, jetzt kümmern wir uns um die Ripper. Die Horde habe ich ja zum Glück auch schon ausgeschaltet. Connell, ich hab den Kult entdeckt. Ich kümmere mich. Sie sind frei! Okay, wie war das? Sehr gut, Corporal. Melden Sie sich dann. Garrett Allen. Was wollt ihr hier? Ich am liebsten. Na, was ist, wenn es euch ein bisschen zu heiß im Moment? Oh, das werde ich genießen gegen euch, Jungs. Hey! Was willst du denn? Gehörst du nicht zu denen? Na, warte! Setz dich auf, du Mistvieh! Das wüsste ich auch nur zu gerne. Kennt ihr mich noch, ihr Wichser? Ich bin nach Süden ganz neu! Wollt ihr hier neu anfangen? Das erlaube ich nicht. Wollt ihr nach Süden ganz neu anfangen? Nein, das wird nicht passieren. Wo ist euer Anführer? Wo ist Carlos? Ha? Oh, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Das war ich. Hey. Oh, aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Der ist jetzt Futter für die verdammten Freaks. Was zur Hölle? Ihr werdet bald alle Freak-Futter sein! Ja, also. Jetzt reicht's aber! Oh, verdammte Rapper! Der Kult ist ausgelöscht. Hoffentlich diesmal auf ewig. Mache Meldung, dieser Kult. R.I.P. Ist keine Gefahr mehr. Corporal, ja.
Es ist merkwürdig. Ich habe endlich Captain Thompsons ganzen Bericht gelesen. Er scheint sie vor dem Angriff ziemlich lange verfolgt zu haben. Offenbar nannten sie sich Rest in Peace. Sie vergötterten die Freaks und wollten wie sie werden. Ja, das ist das ist sehr merkwürdig, Sir. Wir sind alle Soldaten, Corporal. Eine derbe Sprache stört mich nicht, aber Männer wie die Rest in Peace, die stören mich. Ja, Sir. Denn sie zeigen mir, was aus dieser Welt geworden ist. Wir, Corporal St. John, sind alles, was die Welt noch trennt, vom Abgrund. Ja, Sir. St. John, Ende. Hoi. Geile Mission auf jeden Fall. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode von Days Gone. Ciao.